Willkommen ja zurück zum Mirror's Edge Catalyst. Der Ton war jetzt nicht so hervorragend. Ich habe ihn etwas runtergeschraubt. So spieltechnisch. 4 Seiten nach unten. Und ja. Ich warte hier, während du dich vorbereitest. Ich kann von hier aus nachverfolgen, wie du dich schlägst, Fane. Lass uns anfangen. Okay. Schwerer Angriff. Wie funktioniert denn dieser schwere Angriff? Muss ich erst nochmal checken. Also, das ist doch ein bisschen blöd. Ach, schwerer Angriff gibt's noch gar nicht. Dann machen wir einfach das. So. Ja, speichern. Okay, und nochmal. Gut, und weiter geht's. Denk daran, deine Umgebung zu nutzen. Wenn du deinen Gegner zum Beispiel in ein Geländer trittst, wird er das definitiv spüren. Nochmal. Sei kreativ. Variiere deine Angriffe, um Kasek keine Möglichkeit zu geben, deine Aktionen vorauszuahnen und zurückzuschlagen. Okay. Zack. Hopp. Oh. Noch besser ist es natürlich, wenn du einen Gegner gegen einen anderen schleuderst. So erwischst du zwei auf einen Schlag. Ja, jetzt muss man aber auch mal hinkriegen, ne? Im Kasek-Funk ist es ein bisschen... Ich glaube, ich mache nochmal die Gesamtlautstärke ein bisschen niedriger. Audio... Vielleicht ist es dann etwas besser. Aber sie wissen, dass du da irgendwo bist, Fane. Und sie wissen auch, dass du durch den Tower musst, um zu entkommen. Das liegt natürlich an meinem neuen Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, dass ich damit irgendwann mal klarkomme. Ja, ich weiß. Ja. Zack, so muss das aussehen. Und super. Zack. Netter Tritt. Ja, wenn man mal so kämpfen kann. Sehr gut, Fane. Weiter so. Ich gebe mein Bestes. Oha, das war jetzt richtig knapp. Wo geht's denn hier lang? Ja, das war's. Irgendwie habe ich damit gerechnet. Naja, sei es drum. Das wird man ja wohl irgendwie hinbekommen. Ist jetzt. Oh nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Oh, nochmal alles von vorne. Ich kann von hier aus nachverfolgen, wie du dich schlägst, Fane. Lass uns anfangen. So. Sei kreativ. Variiere deine Angriffe, um Kasek keine Möglichkeit zu geben, deine Aktionen vorauszuahnen und zurückzuschlagen. Und hepp. Und hepp. Oh. Na. Gut, und weiter geht's. Da rein. Im Kasek-Funk ist es ein bisschen ruhiger geworden. Aber sie wissen, dass du da irgendwo bist, Fane. Und sie wissen auch, dass du durch den Tower musst, um zu entkommen. Könnten wir nicht die Straße nehmen? Sie gehen niemals nach unten, solange es sich vermeiden lässt. Das
weißt du ganz genau. Na. Ja, ich weiß. Also nochmal. Ich hab doch die Leertaste gedrückt. Dann müssen wir sie halt gedrückt halten. Ja, exzellente Kombo. Netter Tritt. Finde ich auch. So, jetzt dürfen wir da nicht wieder runterspringen. Sehr gut, Faith. Weiter so. Sondern da runter. Meine Fresse. Das Ganze hätten wir uns auch sparen können. Nutzen, wenn du angreifst. Und hepp. Ich bin echt überrascht, wie versessen sie darauf sind, Phoenix-Karten da zu schnappen. Wir können vermutlich von Glück reden, dass sie nicht wissen, wer du wirklich bist, Faith. Sonst stünden die Dinge noch weitaus schlechter. Wieso, wer bin ich denn wirklich? Welchen Unterschied würde das machen? Geh einfach mal die Familiengeschichte der Connors durch, Icarus. Dann weißt du, wieso. Connors. Okay. Oh, scheiße. Den hat's auch gefetzt. Hier kämpfst du gegen Echos. Aber was dich erwartet, sind echte Gegner. Unterschätze sie nicht, Faith. Ja, natürlich fortfahren. Ich bin bereit, Noah. Du warst schon immer eine gute Kämpferin, Faith. Du kriegst das hin. Und tap. Und tap. Oha. Ich sehe eine Tech. Hopsasa. Du kriegst das hin, Faith. Ja, dann wollen wir mal. Richtig. Control, treibt sich eine Runnerin rum. Scheiße, ey. Das Ganze hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren hätte sollen. Eins noch. K-Sec hat irgendeine Spezialeinheit erwähnt, die zum Einsatz kommen soll. Vielleicht eine neue Drohne oder sowas in der Art. Seid auf jeden Fall vorsichtig. Alles klar. Oha. Da geht's hoch. Ohne Tutorial ist das schon ein bisschen merkwürdig, ne? Nicht auf. Tja. Da wärst du leichter woanders hingegangen. Zack. Da müssen wir nochmal hin? Darüber. Gut, das funktioniert. Komm schon. Zack. Und weiter geht's da hoch. Das war knapp. Man kann ja auch gehen, ne? Man muss ja nicht alle zwingend umlegen. Man kann ja auch einfach weiterrennen. Und Scheiße. Hat es gerade in meinem Auge gekratzt. Hoffentlich kracht das Ding nicht. Ach. Der scheint wohl ein bisschen besser zu sein. Glaubt er zumindest. Vergiss es. Ow.
das war nicht gesund. Negativ, Control. Ich kann sie nirgendwo sehen. Aber das kann sie unmöglich überlebt haben. Wiederholen Sie das. Beweg dich jetzt nicht. Keine Lebenszeichen. Dann ist sie tot. Lassen Sie den Aufräumtrupp die Leiche ausgraben. Ich habe Besseres zu tun. Ja, sie hat sie alle ausgeschaltet. Schicken Sie am besten auch ein paar Sanitäter her. Ich bin hier fertig. Tja, Faith hat überlebt. Der Plan hat nicht so sonderlich gut funktioniert. Na, der aber auch nicht. So eine verfluchte Kacke. Das hatte ich im ersten Part, der glaube ich auch das Problem. Bei dem Game braucht man eine ziemlich zügige Reaktion. Brauchen wir ja nicht. Es war wieder so knapp. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Hopp. Scheiße, Mann, das ist nicht so gut gelungen, das Ganze. Müssen wir nochmal machen. Aber irgendwie muss das ja funktionieren, ne? So, hopp. Oh. Dabei ging es vorhin doch so gut. Naja, manchmal muss man da aber auch eine Pause machen. Um wieder klar denken zu können. Hopp. Das ist meistens immer ganz empfehlenswert. Hoppala. Ganz empfehlenswert. So, hopp. Was diese Stange bringen soll, weiß ich auch nicht so ganz. Da geht's lang. Hopp. Und sie aufzuschacht, um aufs Dach zu kommen. Gut, da sind wir jetzt hier oben. Und hepp. Es war klar, dass es wieder nicht funktioniert und überhaupt nicht die gewünschte Wirkung zeigt. Weil ich gemeint habe, ich müsste nicht an der Wand entlang rennen. Aber naja, so ist das nun einmal. Hopsasa. Gut. Sind wir mal oben angekommen. Und da steht auch ganz groß geschrieben, Mirror's Edge Catalyst. Und wenn das Ganze hier nicht so empfindlich ist, dann muss ich das Mikrofon näher rücken. Dann funktioniert das auch wieder. Vielleicht ist es auch mit dem Sound so besser. Kann ich ja nicht sagen. Deswegen testen wir das. Erkundest du die Stadt, Faith? Ja, kann ich machen. Komm nach Hause. Oh, hopp. Ja, ich komme nach Hause.
Fokusschild. Durch Freerunner-Action baust du ein Fokusschild auf, der dich im Kampf vor Schaden schützt. Verlagerung. Eine schnelle Beschleunigung, durch die rasch ein Fokusschild aufgebaut wird. Halte. Pfeiltaste auf. Plus halten, eine Verlagerung einzusetzen oder Geschwindigkeit aufzunehmen. Okay. Das heißt, je länger wir die Pfeiltaste nach oben drücken, desto schneller werden wir. Und jetzt? Plus. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Muss ich erst in den Optionen nochmal gucken. Plus oder was? Plus gibt's nicht. F. Q, was ist denn das? Eine schnelle Beschleunigung, durch die rasch ein Fokusschild aufgebaut wird. Das plus halten, um eine Verlagerung einzusetzen oder Geschwindigkeit aufzunehmen. Okay. Schließen. Ja toll, jetzt geht's plötzlich. Wieso ist denn das hier jetzt so düster? Was müsste jetzt eigentlich... heller sein. Naja, egal. Ich bin jetzt auf dem Weg durch den Tower. Und übernehme dann noch kurz eine Lieferung. Ich schaue später nochmal bei dir vorbei, Noah. Klingt gut, Icarus. Wir müssen noch ein Spiel zu Ende bringen. Aha. Sobald du näher kommst, wirst du die Zeichen erkennen, Faith. Folge ihnen einfach bis nach Hause. Oh. Anschließend sollten wir dafür sorgen, dass du wieder in die Welt eingeführt wirst. Ich habe einen Run für dich, mit dem wir das hinkriegen müssten. Weiter geht's. Da einmal rüber. Jetzt wird es auch gleich wieder Zeit für einen Cut. Wieder die Leute, die so Freestyle-Gedöns machen. Hopsasa. Jetzt da einmal hoch. Und da durch. Okay. Ja, und jetzt? Das ist jetzt auch ein Witz. Diese komische Verlagerung, die ist ja immer noch da. Das ist ja auch... ein Witz. Ich verstehe das nicht. Zack und plus, nicht mal da geht irgendwas. Schon äußerst merkwürdig. Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen, was das Ganze heißt. Ach, eventuell. Tastenbelegung, das ist doch irgendwas noch nicht belegt. Ach, die Verlagerung. Kein Wunder geht das nicht. Dann machen wir die 11 draus. Das wollen wir natürlich speichern. Jetzt ist es auch heller geworden. Gut,
Was war das? Enter, ne? Na, endlich. Meine Fresse. Na, scheiße. Und hier kommst du hoch, im vierten Stock, okay? Von dort aus gelangst du dann... Und Noah? Was gibt's Neues? Die sollen heute eine Runnerin freigelassen haben. Dann gib ihr einen Run. Sie war ziemlich lange weg. Das tut ihr bestimmt echt leid. Vielleicht hat sie ja was gelernt, während sie weg war. Vielleicht. Es tut mir so leid. Du bist alt geworden. Ja, du blöde Kuh. Nett hast du's hier. Tja. Ja. Ist es okay, wenn ich einziehe? Davon bin ich ausgegangen. Und was ist mit dem Run? Sprich mit Birdman. Er sagt dir, was zu tun ist. Der Neue. Er ist ein bisschen verkrampft. Icarus? Mhm. Der ist okay. Der beste Runner, den ich kenne. Der Beste? Sprich mit Birdman, dann sehen wir weiter. Ja, ich bin hier. Tja, Faith gehört wohl nicht zu den Besten. Dogan hat mir Grüße geschickt. Ja, das klären wir später. Jetzt geh. Überrasch mich. Tja. Ach, übrigens, da wartet ein Paket auf dich, Faith. Ich denke, dir wird gefallen, was du darin findest. Wir machen Cut. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Adios.